think so. Doch, das wollte ich einfach nur noch mal geklärt haben. Und die Truhe. Blut wäre hier drin auch noch mal gewesen. Ja, so ist das. So, und herzlich willkommen zu Folge 145 von Gothic 2, der Weg des Schläfers. Ja, ich war noch mal kurz am beim Schrat Elsen, hab umgeboxt und generell in der letzten Folge haben wir den Fokus aus dem Sumpf besorgt. Mit Val Kagan, der jetzt auch die hohe Guru-Würde vereinnahmt hat und eine hohe Robe trägt. Wir sind jetzt im Prinzip dabei, alles nochmal komplett aufzuräumen. Ne? Also wir sind jetzt schon am Ende der Mod. Schlagen nochmal alles kurz und klein. So wie hier zu sehen. Und begeben uns jetzt auf die Fokussuche. Ne? Ein bisschen so, wie man es aus dem Gothic 1 Hauptspiel kennt. Mit dem Unterschied, dass wir in diesem Fall nicht, wobei die Fokussuche ist ja eigentlich auch eher gegen Ende des Spiels. Aber hier ist es noch weiter nach hinten gerückt, sage ich mal so. Jetzt haben wir hier wieder natürlich den Klassiker, Wölfe, die Scavenger jagen. Mir meine EP streitig machen. Die anderen beiden, da liegt es jetzt gar nicht, bis die Wölfe kommen. Na gut, lassen wir die dann noch ein bisschen spielen, was soll's. Aber man sieht, zu Kapitel 5 ist der Respawn üppig. Also hier sind ja wirklich alle wieder da. Ein Haufen Mole Rats, eine Menge Scavenger. Alles wieder da. An Viechzeug. Da ist nichts zu holen. Nichts zu plündern. Nehmen wir natürlich alles gerne an uns. Und wir müssen jetzt aber, wie gesagt, kein weiteres Mal hier die ganzen Wälder abklappern. Also, wie gesagt, da sind wir nicht mehr in der Situation, dass wir leveln müssen, um irgendwas zu erreichen. Wir sind ziemlich am Maximum von allem. Also Einhandkampf sind wir so ziemlich durch, das hat sich geklärt. Ich weiß gerade gar nicht mehr, oh, da ist ein Büsch in der Luft. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie das jetzt hier mit der Sprache der Erbauer war. Ich glaube, da könnten wir eventuell auch die dritte Stufe erlernen. Das haben wir die schon gelernt. Ich glaube, das blieb noch aus. Die Frage, ob wir die bei Baal Vasili oder bei sonst wem erlernen können. Orkfriedhof ist ja auch abgeschlossen. Ich will mal ganz kurz nochmal. Also Zweihandkampf. Brauchen wir das lesen? Ist eigentlich egal. Okay, also Stufe 3 können wir noch nicht. Da wäre auch nochmal Einhandkampf dabei gewesen. Wir haben auch noch eine Steintafel der Stärke 1. Ist halt die Frage, viel mehr Tafeln werden wir wohl nicht finden. Außer vielleicht im Schläfertempel noch ein bisschen was. Ich gehe mal von aus, dass es sich trotzdem lohnen würde, Stufe 3 zu erlernen. Also ich glaube, das ist trotzdem eine gute Sache, wenn wir das können. Guckt euch das an, das ist ja Wahnsinn. Hier ist man wirklich im Schlaraffenland. Keine zwei Warane wie nach Kapitel 3, nein, alle 6. Voll Carraro. Wird nicht gespart. Da schlagen wir doch gerne alles tot. Also wie gesagt, ich würde behaupten, dass man standardmäßig gut auf Stufe 30 kommt. Oder sagen wir mal zwischen 28 und 30. Wir könnten vielleicht Stufe 31 oder 32 werden. Je nachdem, wie groß dann oder wie ausführlich der Bereich im Schläfertempel dann noch gestaltet wurde. Das kann ich natürlich nicht sagen. So, aber jetzt geht's hier oben ins Orkgebiet. Da wird auch direkt der Himmel ganz eklig. Ja, das ist ja hier gerade so eine blöde Aktion mit der Harpie. Sehr unsportlich. Da ist nichts zu holen. Da kann man sie gar nicht erreichen. Ein Pfeil, ein Lederbeutel. Und hier ist natürlich ganz viel untotes Zeug. Ist auf jeden Fall eine gute Wahl. Das Gebiet hier, das ja auch schon im Prinzip eine gute Vorlage abgibt von der geografischen Farbwahl allein, dass hier alles grau, Stein, karg, ne? Dass man hier irgendwie so Untote hinsetzt und ein paar Leichen noch hier platziert. Wirkt gut, gefällt mir. Wobei ich die ja nicht ausschicken kann, ja. Harpien sind absolut widerwärtige Wesen.
passen aber zum kargen Ort. Na, komm her. Ja, nicht von der Höhe aus. Ist also das Drecksding wieder festgehangen oder was? Aha. Jetzt erreichen wir das Drecksding. Zack. Also, wir haben hier überhaupt keine Schwierigkeiten, was das Kämpfen anbelangt. Also gar keine. Um das hier nochmal ganz kurz zu resümieren, also... Mit unserer Stärke kommen wir gut voran. Hier hinten waren wir schon. Ne, hier bei dem Friedhof. Das war ja im Prinzip so ein kleines, ich nenne es mal Easter Egg. Konnte man ein bisschen noch was lesen. Und da haben wir auch die ersten Skelette schon umgebracht. Das heißt, und das würde ja auch im Prinzip die Sachlage im Sumpf bestätigen, die Gegner, die um die Fokus-Spots verteilt sind, die spawnen nicht nach. Ne, das gilt für die Skelette, die wir hier schon umgebracht haben, sowie auch für die ganze Schratarmee im Sumpf, ne? Weil die ist eigentlich erst dafür gedacht, dass man viel später damit konfrontiert wird. Aber ja, wir haben ja im Vorfeld schon mal ein bisschen aufgeräumt. Hat jetzt aber auch die Immersion nicht komplett abgetötet. Vor allem hier nicht, da wir nur ein paar Skelette umgebracht haben. Wobei ich nicht weiß, ob wir auch größere DP dafür, das ist ja Wahnsinn. Ich habe halt keine Ahnung, ob wir vielleicht ein paar Dialoge jetzt verpasst haben mit Baal Kagan im Sumpf gegen die Schrate, das weiß ich nicht. Wo das Abenteuer ist, bist du nicht weit. Gor Kuma, so nah an der Festung habe ich euch nicht erwartet. Der beste Bandit von Varan wird man nicht, indem man sich polternd ankündigt. Wolltet ihr eure Klinge nicht an diesen Kreaturen testen? Kein unnötiges Risiko. So ein vermodertes Vieh an der Brücke habe ich mal mit einer Spruchrolle abgelenkt. Die Magie der Bals sollte jeder Templer zumindest in ihren Grundzügen beherrschen. Es macht die Aufgabe einfacher. Ich habe das Biest erledigt. Muss ein harter Kampf gewesen sein. Nö. Was habt ihr bisher entdeckt? Falls der Fokus hier ist, muss er sich in der Bergfestung befinden. Auf dem Plateau vor uns ist nicht zu finden. Wir sollten zusammenarbeiten. Sicher. Deswegen bist du doch gekommen, oder? Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Habt ihr Gorluman gesehen? Wir haben uns getrennt. Er ist weiter Richtung Kastell, um zu diesem See zwischen den Bergen zu gelangen. Das ist bereits einige Zeit her. Er müsste längst dort sein. Lass uns der Festung einen Besuch abstatten. Das hier ist mein Abenteuer. Ich gehe voran. So, wie ist es jetzt mit Gorluman? Ich bin ein bisschen irritiert. Gorluman vor der monströsen Bergfestung. Den Fokus vermutet er im steinernen Fleisch dieses Ungeheuers an einem Bauwerk. Zusammen könnten wir es schaffen. Ja, und was jetzt mit Gorluman ist, scheint egal zu sein. Ja, hart werden, ne? Schön, dass Gorluman, Luman sah ich schon, Kuma, vormarschiert. Geht's hier direkt ab. Ah, das gefällt mir sehr gut. Da ist ein Zombie mit einer königlichen Garderüstung. Also das finde ich ja doch ziemlich cool. Das soll ja, das war ja hier im Prinzip auch der Residenzort von irgendeinem Adligen, von irgendeinem Graf, soweit ich weiß. Muss es kein Graf gewesen sein, aber so mittelhoher Art. So nicht ganz unten, aber jetzt auch nichts allzu hohes. Kein allzu hohes Tier im Adelsystem. Da fällt direkt mal eine Statue runter. Cool gemacht. Da oben ist direkt der nächste Trupp. Zombie-Soldaten. Also hier glänzt die Mod auch wieder mit, Huch. Ich wollte nicht mit dir reden. Hier ruhig weiter. Hier glänzt die Mod auch wieder mit, ich sag mal, mit Vielfalt. Faulender Zombie. Zombie-Soldat. Das alles schön in rauen Mengen, das erfreut beim Anblick.
Das macht Gaudi. Es ist hier. Hier schimmert irgendwas blau. Nicht schon wieder. Und Tote. Ich hatte gehofft, sowas nie wieder sehen zu müssen. Mein Schwert kann sich auch was Schöneres vorstellen. Wenn ich ein Magier wäre, würde ich meinen Fokus auch hier verstecken. Dieser Ort hier. Als Festung ist er absolut ideal. Schade, dass Ifiso sein Lager nicht hier aufgeschlagen hat. Wieso sollte er? Dieser Ort ist düster und unheimlich. Vor allem ist er gut verteidigt. Egal. Er ist der Fokus. Ach, jetzt ist mir gerade auch klar geworden, was der mit Gorluman meint. Fokus aus dem See. Ne? Und der See im Orkgebiet ist ja der, in dem quasi Xar das alter Turm sich drin befindet. Und da fällt mir gerade ein, waren wir schon bei Xardas? Nee, ne? Ich glaube, den hatten wir bisher noch gar nicht. So tief bin ich gar nicht vorgedrungen ins Orkgebiet. Wissen wir, was zu erkunden gibt es wohl doch noch. Hier geht direkt die Post ab. Also mit Gegnern wird hier nicht gegeizt. Das ist nicht schlecht. Ich habe da so ein Gefühl. Was denn für ein Gefühl? Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Könntest du das auch ausformulieren? Oder soll ich jetzt mit der Information einfach hier einfach mal stehen bleiben und jetzt mir selbst überlegen, was das sein soll? Ja, da drin haben wir noch ein paar Untote und da wird auch der Fokus drin sein. Nichts zu holen. Was erwartet dich denn? Was denkst du? Ah, okay, hier ist ein bisschen Fleisch auf dem Boden rum. Ja, also vielleicht wird es widerlicher als zu erwarten. Ne? Das könnte sein. Gehen wir mal hinein in die gute alte Stube. Oh. Ja, das hätte mir eigentlich klar sein müssen. Gehen wir mal hier rein. Da scheinen wir nicht zu sterben. Aber das meint es mit Gefühl. Ich verstehe. Das Bild dort ist interessant. Inwiefern? Es zeigt den Raum hier. Aber leicht anders. Auf dem Gemälde sind zwei Schädel abgebildet. Die fehlen hier. Wir sollten nach solchen Schädeln Ausschau halten. Okay, also auf jeden Fall klingt das Ganze schon mal bis hierhin sehr, sehr interessant. Lass mal ein bisschen hier wieder ein bisschen reinpulvern. Ich finde, zu wenig Leben hier rumrennen. Zwei Schädel also. Davon sind ja auch die Sockel dafür. Überall ist Blut verteilt auf dem Boden. Zerkratzte silberne Schale. Ein Buch. Können wir was lesen? Es gab einen weiteren Zwischenfall. Diesmal hat die Wache in der Waffenkammer erwischt. Die Männer haben sich kaum getraut, die Leiche zu bergen. Auch diesmal wurde der Kopf abgetrennt. Sie denken etwas Übernatürliches für den Tod dieser Männer verantwortlich. Wen wundert's? So viele haben bereits ihr Leben gelassen, ohne dass der Mörder zu fassen gewesen wäre. Wer auch immer der Bastard ist, er geht gründlich vor. Nur kann ich mir keinen Reim auf sein Motiv machen. Das Werk eines Irren? Hernando. Felipe ist total ausgerastet letzte Nacht. Hat gebrüllt wie ein Scavenger, der Kerl. Klang fast so, als hätte es nun ihn erwischt. Umsonst hat er uns alle aus dem Schlaf gerissen. Der Mistkerl. Wieder Hernando. Felipe wurde heute Morgen tot aufgefunden. Das könnte übel für mich werden. Es scheint so, als habe Rick mich nun im Visier. Ich hoffe nur, die Lage gerät nicht außer. Ja. Hoffentlich gerät die Lage nicht außer. Haben sie auf jeden Fall auch hier schön hergerichtet, die Bergfestung. Haben sogar den Raum hier gut befüllt. Ja, also das gefällt mir immer besonders gut. So eine Folterkammer, Teilbibliothek, sonst was Gedöns draus gemacht. Und auch irgendwie noch eine Schmiede. Ja, wobei das ist eher so eine, was heißt Schmiede, ne? Eher so Foltergedöns. Diesmal habe ich ein mieses Gefühl. Riecht nach Falle. Hast du recht. Zange, Hammer, nehmen wir alles mit. Ich denke mal, wir bleiben sowieso erstmal hier im Erdgeschoss. Aber wie gesagt, der Detailgrad hier oben, der ist wieder 1A. Da kann man nicht meckern.
So, was passiert hier? Geht jetzt die Tür zu. Oh, ist ein Trank. Noch ist hier nichts passiert. Ich will nur ganz kurz hier überprüfen, dass wir auch nichts übersehen. Aber das sieht nicht danach aus. Aber Modo die Derhof. War sehr cool. Also ich weiß nicht, ob es jetzt zusätzlich noch der Renderer ist, aber also die Mod wirkt sehr, sehr rund. Also, ne, also so Aspekte, die gefallen mir wieder super. Das war eine sehr gut platzierte Falle. Und die ist spielerisch astrein ausgeführt worden. Und hinter uns sind sogar auch Gegner gespawnt. Wie es scheint. Es ist nur die Frage, ob wir hier auch wieder überall hinkommen. Und jetzt ist es hier noch irgendwie zu. Wir müssen Stück für Stück voran. So scheint es. Das hieße ja eigentlich, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Also muss ich sagen, bis jetzt, das im Sumpf, wie gesagt, da habe ich tatsächlich ein bisschen das Ganze vorweggenommen. Ne? Das gebe ich auch zu, weil ich einfach schon vor Ort war. Aber die Bergfestung, boah, die ist Hammer. Also die Bergfestung hat's faustig hinter der Ohren. Gegnervielfalt. Wahnsinn. Mensch. Hier steppt der Bär. Da geht's richtig rund. Ich weiß gar nicht, warum ich die ganzen Gammelwaffen hier, die verrotzt, überhaupt noch aufsammle. Macht der Gewohnheit. Aber alter Schlappe. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Sieht aus wie die Bibliothek unserer Bruderschaft. Und der Typ da war wohl mal ein Magier. Wenn ich den Fokus irgendwo in dieser Festung verstecken würde, dann hier. Und ich habe auch schon eine. Idee? Wie wäre es mit der Kiste? Gut, hier ist auch ein Schalter an der Seite. Hier ist nur ein bisschen Rotz drin, den wir natürlich gerne an uns nehmen. Dolch im Leichnam. So, was passiert jetzt hier? Aha. Da sind direkt weitere Astralgegner. Geister. Das ist schon cool, ne? Also Geister, Zombies, verfluchte Paladin-Rüstung. Und natürlich nochmal ein normaler Magier. Ach so, der holt direkt eine ganze Armee. Ich hab's gerochen. Ich hab's gewusst. Ich wusste einfach. Er schlägt in dem Moment. Und ich bin trotzdem verreckt. Der Geist ist auch sehr cool. Totenschwert. Ja, das ist schon nicht übel. So. Jetzt habt ihr mich hier erwischt. Und Gokuma ist nicht da. Och Mann. Ich sehe mich jetzt wieder sterben. Ist das ein Käse? So, das nächste Mal speichert ab, nachdem die anderen beiden tot sind. Das war jetzt auch wieder ein Fehler meinerseits, gebe ich zu. Und der kassiert hier instant. Jetzt lassen wir den mal reinmarschieren. Da sind wir eigentlich schon gut dabei. Wenn der schon mal in dem Raum ist. Dann müssen wir nur irgendwie die Paladin-Rüstung erwischen. Bevor die uns erwischt. Offenbar die richtige Nase gehabt. Ein Geheimversteck. Ich fühle mich wie zu Hause. Ja, hinter dir. Du kannst dich an so einem Ort heimelig fühlen. Suchen wir den Raum ab. Hinter dir. Schon wieder eins von diesen Bieten. Ja, drei sogar.
Es liegt an uns. Untoter Hochmagier. Aha. Ja, der ist ja eh unbesiegbar, ne? Da können wir uns ja auch hier ein bisschen Zeit lassen. Okay, wir helfen ihm ja, Mensch. Dieser untote Hochmagier übrigens wäre einer der Standards, wo man sich nochmal dumm und dämlich leveln könnte, wenn man es denn wollen würde. Ja, weil der spawnt immer drei Skelette, die kann man umhauen. Gorkuma tankt alles weg. Da ist nichts zu holen. Und man selbst nichts zu holen. Kassiert. Und nichts macht zu holen. Da ist EP zu nichts Profit damit. Guck mal, da ist sogar ein Skelett im Topf. Das ist ja absolut appetitlich. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir mal hier die beiden Truhen absuchen und höchstwahrscheinlich dann den Questgegenstand finden, den wir hier benötigen, um weiterzumachen. Ansonsten Bergfestung bisher nicht übel, nicht übel. Wir sind noch unten, das geht ja auch noch Stockwerke höher. Da dürfte dann auch noch einiges auf uns warten, hoffe ich zumindest mal. Es bleibt spannend und da bin ich gespannt, wie es weitergeht. Bis dahin. Tschüss.